Frau Girgenti, haben Sie schon Neuigkeiten wegen Ihrer Kaution? Ja. Hat der Vermieter sich bei Ihnen gemeldet? Nein. Also von diesem Tag an, wo ich da rausgegangen bin, habe ich den Vermieter gar nicht mehr gesehen. Er hat sich totgestellt und ich habe versucht, mehrmals zu erreichen. Und ich konnte den überhaupt nicht mehr erreichen von diesem Tag an. Wie Sie ja schon mitbekommen haben, wir hatten ja den Aufruf gestartet. Es hat sich ein Anwalt gemeldet, den versuchen wir seit Tagen zu erreichen, leider ohne Erfolg. Was halten Sie von der Hilfe der Bürger? Sind Sie erfreut? Hätten Sie sich mehr erwartet? Was können wir jetzt da am besten machen? Was wünschen Sie sich? Ja, ich wünsche mir, dass ich dadurch Hilfe kriege, weil ich war schon bei mehreren Anwälten und die geben mir den Eindruck, dass die mir nicht helfen wollen oder dass die mit dieser Sache nichts zu tun haben wollen. Und das sind immerhin 1500 Euro, ne, was ich zu kriegen habe. Und kein Mensch würde so viel verschenken. Was ist denn mit Ihrem Sohn? Sie hatten einen Aufruf gestartet, dass Sie Ihren ältesten Sohn sehr vermissen. Hat sich Ihr Sohn gemeldet? Nein. Okay, das ist schade. Frau Girgenti, Sie hatten uns ja auch erzählt, der Herr Frielingsdorf, der links neben Ihnen sitzt, hätte die ganze Aktion miterlebt. Hallo Herr Frielingsdorf, Böhm mein Name. Wie haben Sie die Situation der Kaution vorgefunden? Was haben Sie erlebt? Wie schätzen Sie den Vermieter ein? Können Sie da was zu sagen? Ja, also der Vermieter hat gesagt, ich komme dann an dem Tag die Schlüssel ab und dann kriege ich Frau Girgenti die Kaution. Das hat der Vermieter gesagt. Hat er das in Ihrem Beisein gesagt? Ja, in meinem Beisein gesagt, ja. Und was ist draus geworden? Haben Sie da eine Information? Ja, das ist nicht draus geworden. Das hat er nicht mitgebracht. Also ich habe mehrmals auch Briefe geschrieben, dass er sich melden soll, um meine Kaution zu geben. Er hat nicht darauf reagiert. Das heißt, er hat damals nicht reagiert, wie bei unserem ersten Interview. Bei dem zweiten Brief hat er nicht reagiert. Wir haben ja gesehen, Sie haben mehrere Briefe geschrieben, haben bis jetzt keine Chance, einen Anwalt zu bekommen. Der Herr Frielingsdorf ist ja auch jetzt vor Ort. Also es kam nichts gleich null. Ja, richtig. Also es war eine Missbeachtung Ihnen gegenüber. Ja. Und was ich noch schade dafür finde, ist, dass mir keiner dabei helfen will. Und ich fühle mich einfach wehrlos, dass ich gegen ihn nicht angehen kann. Und obwohl ich die ganzen Beweise da habe, dass er die Kautiongeld nicht gegeben hat. Das können Sie ja wieder belegen, also widerlegen, meine genau. Ich. Genau. Genau. Herr Frielingsdorf, was halten Sie denn von dem Vermieter? Was können Sie dazu sagen? Wie geht es Ihrer Nachbarin? Ja, von dem Vermieter habe ich von vornherein nicht viel. Oder ist ein Hausabschneider. Ne? Aufgrund dessen, wegen der nicht vorhandenen gezahlten richtig, Kaution. Ja. Haben Sie denn miterleben können, wie es der Frau Girgenti ergangen ist? Wie sie sich gefühlt hat? Ja, was ist passiert? Danach hat sie sich sehr schlecht gefühlt. Ne? Seelisch. Seelisch sehr schlecht. Können Sie was zu der Nachbarschaft erzählen? Es ist ja gesagt worden, viele Nachbarn haben sich ihr gegenüber negativ verhalten, gegenüber sie negativ gestellt. Was können Sie dazu sagen? Da kann ich nichts zu sagen. Okay, haben Sie so leider nicht miterlebt? Ja, leider nicht mitgekriegt, ne. Ja, aber dass der Grieche die Sache behalten hat. Ach so, und so weiter, das will der wissen. Nicht verstanden, was Sie wissen wollen. Ach so, okay. Gut. Frau Girgenti, möchten Sie noch was loswerden? Haben Sie noch was auf dem Herzen? Ja, ich kann nur dabei sagen, dass ich total fertig war, als ich pleite gegangen bin. Und ich bin sogar bei ärztlicher Behandlung gewesen. Und ich wollte noch loswerden. Ich kann einfach nicht verstehen. Ich bin so verzweifelt, dass mir keiner dabei hilft. Das heißt, Sie wünschen sich gerne, dass man Ihnen wieder hilft. Man darf sich auch an mich wenden, wenn ein Anwalt gefunden worden ist, zu der genannten Nummer. Sonst findet man das auf der t24n.de. Und die Hilfe würden Sie sich erhoffen. Ja, ich würde mich dafür sehr bedanken. Super. Liebe Leute, ihr habt mitbekommen, wir sind bei der Frau Girgenti. Ein Anwalt hat sich gemeldet. Seit Tagen versuchen wir ihn zu erreichen. Leider ohne Erfolg. Wie gesagt, meine Nummer, die 0163 6573 482. Es wäre echt sehr dankbar, wenn ihr mich kontaktieren könntet, wenn ihr einen Anwalt habt, wenn ihr eine Empfehlung habt. Wir, das Top 24 News Team, möchten der Frau helfen, wie vielen anderen, denen wir geholfen haben. Nur ohne euch klappt das nicht immer. Also meldet euch, wir freuen uns. Dankeschön.